Massive staatliche Eingriffe für chinesische Unternehmen. Die Inflation hat nun auch Deutschland im Griff. Aber unser Fonds konnte seit Jahresbeginn knapp 40% erzielen. Das und vieles mehr besprechen wir heute mit meinen Kollegen und mit unseren Experten Frank Fischer, Heiko Böhmer und Ralf Baumann. Mein Name ist Enrique Cela und herzlich willkommen zu Value Compact, die Sendung rund um die Frankfurter Fonds von Shareholder Value aus Frankfurt. Meine Damen und Herren, China ist das gelobte Wachstumsland schlechthin. Einmal wieder müssten Anleger aber erfahren, welche Risiken am chinesischen Markt auch sich verbergen. Welche Risiken, aber auch welche Chancen wir sehen, das erfahren wir jetzt gleich von meinem Kollegen und unserem Kapitalmarktstrategen Heiko Böhmer. Heiko, ich grüße dich. China, ja, China ist ein wirklich besonderes Land mit besonderen Chancen, aber auch mit besonderen Risiken. Ganz besonders natürlich hier die politischen Risiken, die sich hier ergeben. Zuletzt hat die politische Führung einmal mehr versucht, Einfluss zu nehmen auf einen wichtigen Geschäftsbereich, nämlich auf das E-Learning. Das ist ein Milliardenmarkt in China und das hat massive Auswirkungen auf die Aktien gehabt. Große Namen der Branche wie New Oriental Education, ja, die sind regelrecht abgestürzt. Bei dieser Aktie sind wir nicht investiert. Und dieses insgesamt vorhandene politische Risiko bleibt natürlich für den chinesischen Markt bestehen. Aber was kann man tun? Man kann auf wirklich große Unternehmen schauen, die eben nur bedingt von den politischen Risiken betroffen sind. Ein Beispiel für eine Position bei uns im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, das ist Alibaba, der große Online-Händler und Zahlungsabwickler, der war von Einflussnahmen betroffen, hat sich daraus aber wieder sehr gut lösen können. Das zweite Beispiel, Tencent Holdings. Ja, das Unternehmen hat einen Bereich E-Learning, aber der macht so wenig aus am Gesamtumsatz, dass das Unternehmen diese Einflussnahme sehr gut abfedern kann. Und es gehört zu den 10 größten Unternehmen der Welt. Als einzigstes chinesisches Unternehmen gehört es mittlerweile nur noch zu den Top 10. Ja, diese beiden Unternehmen gehören zum Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und wir sind davon überzeugt, dass gerade jetzt sehr gute Chancen sind, auf dem chinesischen Markt noch mit aktiv dabei zu sein. Danke, Heiko. Und nun kommen wir jetzt zu unserem Head of Equity Research, Ralf Baumann, mit einem Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal. Ralf, leg los. Vielen Dank, Hendrik. Wir sind mitten in der Berichtssaison für das zweite Quartal. Für uns immer eine sehr arbeitsreiche Zeit. Bisher haben wir eigentlich nichts beobachtet, was uns komplett überrascht. Gleichzeitig darf man dabei aber auch nicht überschätzen, wie sehr sich die Welt in 3 Monaten überhaupt verändern kann. Beim Versicherer Admiral hat sich die erfreuliche Entwicklung aus dem Vorjahr fortgesetzt. Auch in den letzten Quartalen wurde wesentlich weniger gefahren. Aus dem Grund gibt es auch weniger Schadenfälle und so einen höheren Gewinn für Admiral und für uns. Gemessen an unserem Einstandspreis haben wir von Admiral in den letzten Wochen eine sehr erfreuliche Dividende von über 10% erhalten. Das Thema Inflation macht ja seit Anfang Jahr immer wieder die Runde. Nun sehen wir davon auch bei unseren Konsumgüterfirmen die ersten Anzeichen. Unternehmen mit bekannten Marken und differenzierten Produkten, wie zum Beispiel Unilever, reagieren darauf mit Effizienzsteigerung und verkraftbaren Preiserhöhungen. Also auch hier alles wie gewohnt. Mit ein Grund, warum wir bevorzugt in Qualitätsfirmen investieren. Danke, Ralf. Ja, das Thema Qualität sehen wir eindeutig in der Performance unserer Mandate. Im vergangenen Monat Juli war die Performance über alle unsere Mandate einmal wieder hervorragend. Besonders gut lief der Frankfurter Value Focus Fund, der den Monat mit 6,7% abschließen konnte und damit seit Jahresanfang mit satte 39,7% vorne liegt. Unser Klassiker und beliebter Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen liegt mit 15,9% deutlich vor seinen Mitbewerbern. Und auch im Juli konnte der Fonds einmal wieder eine sehr gute Performance zulegen, nämlich 3,2%. Die gute Performance im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen war besonders von Sekunet unterstützt und vor allem wegen der
überdurchschnittlichen Aktienquote, die wir gerade im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen fahren, nämlich 88%. Und hier sehen Sie aktuell auch die Top-Positionen im Fonds und es fällt auf, dass eine Alibaba, das chinesische Counterpart zu Amazon, hier zu unseren Top-Positionen gehört. Und warum das so ist und mit einem Ausblick auf die Kapitalmärkte, das erfahren wir von unserem Fondsmanager und CEO Frank Fischer. Frank, ich grüße dich. Jetzt komme ich noch mit dem Ausblick und davor möchte ich gerne noch was dazu sagen, wie sich eigentlich unser Mandat Frankfurter Value Focus in der letzten Zeit entwickelt hat. Das ist nämlich, wie ich finde, bemerkenswert gut gelaufen. Dabei hat, wie auch im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, die Immuno Diagnostic Systems Holdings PLC einen guten Teil der Performance ausgemacht. Wir haben dort diesen Titel an Perkin Elmers veräußern können und haben Cash erhalten, den wir neu investieren können. Sowohl im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung wie auch im Value Focus haben wir einen Teil dieses Cash verwendet und haben unsere Positionen in Alibaba und Tencent im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ausgebaut und sind diese neu im Frankfurter Value Focus Fonds eingegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es doch ein politisches Risiko und dieses Restrisiko, das müssen wir tragen. Wäre das nicht so, müsste man nämlich diese Position viel deutlicher ausbauen. Wir bekommen einen Total Shareholder Return, der so stark über 20% per anno ist, dass man eben auch ein Restrisiko von der Politik tragen muss. Da wir das aber nicht ausschließen können, können wir die Position auch nicht so stark übergewichten, wie man das ansonsten machen würde. So gehen wir damit um. Wir sehen, dass Tencent zum Beispiel alles tut, um dem chinesischen Staat entgegenzukommen. Es wird zum Beispiel für Videospiele wird eben schon lange die Face ID genutzt, sodass eben die jungen Leute unter 18, die dürfen nicht mehr nach 10 Uhr abends und auch nicht vor 8 Uhr morgens spielen. Das ist durch diese Face ID ausgeschlossen und so viele Dinge wurden gemacht, dass jetzt der Staat sogar Tencent wieder erlaubt hat, neue WeChat-User, das ist quasi das chinesische WhatsApp, aufzunehmen. Also da bewegt sich was und zwar in die richtige Richtung. Nur der Kurs nicht, der geht nach unten und das ist ja das, was wir brauchen, nämlich dass es in unsere Richtung geht zum Kaufen. Günstige Kurse mit Sicherheitsmarge kaufen, das ist das, was wir immer machen. Schade, dass wir das Restrisiko nicht ausschließen können, sonst würden die Positionen noch viel stärker machen. Als Gegengewicht habe ich im Frankfurter Value Focus Fonds die Ryman Healthcare, die Sie auch schon aus dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen kennen, mit aufgenommen. Eine etwas defensivere, stabilere und damit komplett andere Aktie, die eher dem Nebenwertebereich zuzuordnen ist. Aber all diese Titel geben eben mehr Liquidität her als die traditionellen Titel, auch im Frankfurter Value Focus Fonds, sodass wir mehr Liquidität haben, etwas, was uns mehr Agilität auch bringt. Und wir gehen davon aus, dass wir die Performance, die doch sehr signifikant in diesem Jahr ist, schauen Sie sich den Fonds mal an, kann ich Ihnen nur empfehlen. Für diejenigen, die eben mit den höheren Schwankungen leben können, kann die doch deutlich höhere Performance durchaus interessant sein. Und vielleicht kann ich Sie ja auch in dem Produkt demnächst als Kunde begrüßen. Vielen Dank. Danke, Frank. Und ja, die WKN-Nummer für den Frankfurter Value Focus Fund lautet, merken Sie sich, A1CX U7. Und wenn Sie investieren, denken Sie bitte dran, langfristig denken und langfristig investieren. Das war's dann, liebe Zuschauer, für die August-Ausgabe. Freuen Sie sich auf die September-Ausgabe von Value Compact. Und wenn Sie mit uns kommunizieren möchten, gibt es die Möglichkeit unten im Kommentarfeld. Es bleibt nichts anderes übrig zu sagen, außer bleiben Sie gesund, bleiben Sie investiert und bis zur nächsten Ausgabe von Value Compact. Cheerio!